Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch. Schon wieder auf Mirage. Was soll denn das? Wir haben doch letztens auch Mirage gehabt, oder? Naja, dann müssen wir jetzt durch. Mal schauen. Mal schauen, was das so treibt. Denkt dran, gleich ist Livestream. Um 18 Uhr ist Livestream Arena Bambini. Und dann geht's richtig rund. Wir ballern wieder ordentlich rein. Und jetzt geht auch bald die Liga wieder los, die 99-Liga. Ich glaube, wir haben sogar schon einen Termin für morgen oder sowas oder übermorgen. Da muss ich dann gleich nochmal fragen, wie der Hase läuft. Wir haben da wohl auch intern so ein paar Umstellungen, was das Team angeht. Mal schauen, wie wir das regeln. Das machen wir nicht im Livestream, aber da kommen sicherlich auch dann ein paar Fragen im Stream. Deswegen einfach schon mal vorgewarnt. Okay, er nudelt da ganz gut rein. Ja, im letzten Fall, was habe ich da gedrückt? Was war denn das für einer? Es ist erst ein paar Tage her, aber ich habe gestern nichts gemacht. Dann kam vorgestern ein Video, dann wieder keins und dann kam wieder, kann das sein? Naja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich da gedrückt hatte. War das der Kerl, der Aim Assist hatte? Oder Vision Assist? Da habe ich die Frage gefragt mit, oder habe gesagt, hey Wagner, wir brauchen dich. Ja, ich erinnere mich. Naja, mal gucken, wie er das mit Kiwi jetzt macht. Also Kiwi hat eben den Kollegen erschossen, er ist angesagt, er weiß, wo er steht, man hat ihn auch schießen gehört, also von daher eigentlich klarer Fall. Aber was passiert jetzt? Wir gucken mal nach den Stats, warte mal. So, 22-12, der erste bei den Gegnern hat 26-13. Die restliche Abfolge ist eigentlich in Ordnung. Die Cities haben einen Bot. Okay. Schau doch mal, was so abgeht. So, ja, also von den Stats her, viele sagen ja eh, dass man von den Stats eh nicht sehen kann, ob jetzt jemand hackt oder nicht. Logischerweise kann man es daran nicht erkennen, außer dass er wirklich ein signifikanter Schritt drin. Also, ne, der zweite hat 15 Kills und der erste hat 800 oder so. Ne? Dann könnte man vielleicht davon ausgehen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber so in dem Bereich ist es noch vollkommen in Ordnung. Es ist komisch, dass in dem Team des vermeintlichen Hackers jemand fehlt. Aber auch nicht so extrem unnormal, also ja, kann man auch nichts draus schließen. Aber meistens ist ja so, dass das Team, das niedergehackt wird, eben dann irgendwann lief oder Teile von dem Team liefen. Naja, wobei das ja halt auch immer so eine Sache ist, ne? Ich meine, wenn man einfach geht, weil man einen Hacker im Gegnerteam hat, dann kriegt man ja trotzdem die Dummdödelstrafe, ne? Diesen Ausschluss von so und so vielen Minuten oder Stunden oder gar Wochen. Wie weit kann das gehen, das weiß ich gar nicht. Geht sowas eigentlich auch bis zu einem richtigen Bann? Wenn man es einfach übertreibt und praktisch jedes Spiel verlässt, immer? Weiß ich gar nicht. Habe ich auch noch nie erlebt, dass jemand halt oft geht. Ne? Also das ist, ja, ich spiele logischerweise nur mit Leuten, die halt auch mitspielen. Und falls jemand einfach mal so aus dem Spiel geht, dann ist er wahrscheinlich eh im nächsten nicht mehr dabei. Ja. Naja. Die Fragen kamen doch mal, ob wir nicht wieder mit dem Lowgame anfangen können in den Streams. Also mit dem Spiel für alle, die unter DMG sind und das Highgame danach dann machen. Also ich würde es davon abhängig machen, wie die Sache sich jetzt aufklärt mit den 99-Geschichten. Und davon würde ich es abhängig machen. Wenn es jetzt alles ganz sicher ist und so weiterläuft mit dem Team, dann würde ich schon sagen, dass das erste halt das Lowgame ist und das zweite das Highgame. Weil die Leute eh eher später Zeit haben, also die High-Leute, die zumindest im Team dabei sind, die haben dann eh erst später Zeit, darum wäre das so rum in Ordnung. Ich habe vorhin die Frage falsch umgestellt, es wurde gefragt wegen High, oder wurde es nur wegen Freitag gefragt, ich weiß es nicht mehr genau, naja. Auf jeden Fall ist, glaube ich, das Low-Game nach wie vor gut, wenn es am Anfang kommt. Ich glaube, es wurde speziell nur wegen Freitag gefragt, weil da ist das High-Game zuerst, ja. Mal schauen. Ist jetzt aber auch nicht tragisch. Ihr seht jetzt ja eh gleich, wenn ihr in den Stream kommt, was wir dann machen. Natürlich solltet ihr pünktlich kommen, ne? Das Video kommt jetzt hier 17:45 und um 6 ist dann der Stream und dann ist halt auch ganz am Anfang das Lowgame. Deswegen sollte man dann, wenn man da mitspielen möchte, möglichst auch von Anfang an dabei sein, um halt die Chance zu haben, da mitmachen zu können. Manchmal machen wir noch ein zweites, dann später, aber auch nicht immer. Mal schauen, wie es heute läuft. Das machen wir auch immer davon abhängig, wie es mit Counter-Stricken so geht. Manchmal hat man so einen Tag, da ist einfach kein Counter-Strike-Tag. Und dann reichen einem auch ganz schnell diese üblichen Spiele, die man macht. Da muss man dann nicht noch extra welche oben drauf kloppen. Ja, was würdet ihr sagen hier bei ihmchen? Was ist da im Busch? Seht ihr da irgendwie einen Vision Assist? Ein Aim Assist? Other External? Oder Griefing? Habt ihr irgendwas erkannt? Schreibt es in die Kommentare, beziehungsweise... ihr könnt natürlich auch abstimmen, da oben ist die Abstimmung. Da könnt ihr darüber abstimmen, was ihr wohl denkt, aber zwecks der Aktivität wegen den Skin-Giveaways ist es natürlich sinnvoll,
kurz auch zu schreiben, was man wohl so denkt in die Kommentare, ja. Oh, Mitte. Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, Mitte sind schon durch, aber nee. Die sind schon bei A durch. Guck mal da, die sind schon drauf. Alter Falter, was ein schöner Schuss. Die dümpeln schon komplett drauf rum. Was schätzt ihr, was das für eine Elo ist? Mir kommen die Gegner sehr langsam vor und gemächlich. Also er hat viele Momente, in denen er kurz innehält, aimt, abaimt, richtig Zeit hat abzuaimen und dann rumballert. Schießen die Gegner überhaupt zurück? Was ist da los? Was ist denn... Welcher ist denn bei den Gegnern der Krasse? Der Hatchet. Okay, das ist der Boy. Da hat er schon jemanden gelegt. Okay. Hatchet wartet. Da unten sieht meine Maus nicht. Hatchet wartet da hinten. Oh, er ist geflasht. Okay. Ja, was würdet ihr von seinem Verhalten her, was würdet ihr da sagen? Was ist da so am Start? Habt ihr schon was erkannt? Man kennt natürlich, also wenn man oft solche Sachen sieht, die üblichen zumindest minimalen Versuche, um etwas zu verdecken oder Dinge, die eben gar keine Hacks sind, sondern die einfach so aussehen, wie sie aussehen. Ja, oh, guck mal, da habe ich gerade einen richtigen Wackshot gemacht und so weiter, ja. Es ist, also oftmals bin ich froh, dass wenn wir machen ja manchmal interne, freitags machen wir oftmals interne Spiele in der Community, nachts dann irgendwann im Stream. Und da sind mir bereits diverse Wackshots gelungen, wobei jetzt speziell letzten Freitag nicht, aber sonst so, vor allem oftmals mit der AWP, da habe ich auch schon ein paar in die Best-Offs reingehauen. Und da bin ich froh, dass das intern bei uns passiert und nicht in einem Matchmaking. Wenn man so richtige, so drei insane Shots hintereinander macht, wo jeder sagen würde, alles klar, Hack. Auf jeden Fall Hack, ne? Dass das dann zum Glück intern passiert bei uns und nicht irgendwo in einem Spiel, wo man da auf einmal die krassesten Dinger der Welt drückt. Weil dann ist die Angst auf jeden Fall da, vom Bann. Also ihr kennt das ja. Man drückt auf einmal rein und dann schreibt jemand, Hacking, und schreibt dann auch diesen Link, diesen Text halt rein, den er rauskopiert hat aus diesem Report, den er euch gedrückt hat. Und da bekommt man dann vielleicht schon Muffensausen. Also könnte man bekommen. Ich hab's ja, glaube ich, schon mal erzählt. Früher war das bei mir so, dass ich aus diesem Grund auch die Gegner komplett stumm geschaltet habe, weil es mich in einem einzigen, also in einem Spiel so sehr beeinflusst hat, dass ich dann wirklich anders gespielt habe, weil ich Angst hatte, dass was passiert, obwohl ich natürlich ganz klar nicht gehackt habe. Ja, ich habe einfach nur einen extremen Lauf gehabt, habe sehr viel Lucky-Dinge auch gehabt, also habe auch auf Vermutung durch Wände geschossen und auch nicht zwingend durch Wände, die halt Wallbang-Spots sind, die man kennt, sondern einfach mal so reingebollert. Und da kann die Angst vor dem Bann dann natürlich schon irgendwie da sein. Wenn, eigentlich sagt man ja, es kann nicht sein. Wenn du nicht hackst, dann kannst du auch nicht gebannt werden. Aber man hört auch immer wieder von Fällen, wo es heißt, ich hab nicht gehackt. Wobei, glaube ich, auch kein Hacker sagt, dass er gehackt hat. Ne? Und wenn er dann gebannt ist, sondern er sagt, ich hab auf keinen Fall gehackt. Ich bin trotzdem gebannt worden. Das gibt's doch gar nicht. Ne? Also, naja. Aber ja, das sollte eigentlich die Hauptfrage sein, die ich jetzt erst sehr spät ausgearbeitet habe. Also, kennt ihr das überhaupt, die Angst davor, möglicherweise gebannt zu werden, wenn ihr mal richtig abgegangen seid oder sowas? Oder passiert es bei euch eher nicht? Beziehungsweise ist es euch einfach egal? Ihr denkt, ihr sagt, hey, ich hack nicht, ich gehe ab. Wenn ich abgehe, dann gehe ich halt ab. Und dann werde ich auch nicht gebannt oder sowas, ne? Sondern dann bin ich halt einfach gut und das sollte jeder erkennen. Und fertig ist der Lack, ja? Das würde mich sehr interessieren, wie da so bei euch die Gefühle sind. Und da gebe ich euch direkt den Tipp an die Hand. Ich bewerte das ja gleich. Über die Einstellungen könnt ihr mittlerweile ja auch darin dann einfach das Gegnerteam muten. Direkt, dass ihr nicht seht, was die schreiben und so weiter. Also falls jemand da ist, der da so ein bisschen Schiss hat oder dann vielleicht schlechte Gefühle hat und dadurch anders spielt, das kann man machen. Ne? Einfach die Gegner ausschalten, dann habt ihr komplett eure Ruhe. Dann kriegt ihr auch keinen Flame oder sowas mit. Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann gleich im Livestream. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.